Guten Abend hier aus der Wanne, aus den Vorhallen von FS1, dem heißesten Studio deines Fernsehens. Ihr werdet euch natürlich wundern, was macht hier die Regie persönlich, und ich bin die Regie der Wanne, einfach alleine in dieser Wanne. Aber ich muss euch sagen, nach einer langen Pause, nach einer langen, langen Pause ist die Wanne zurück. Die Wanne ist back. Ich möchte, dass ihr euch jetzt vor dem Fernsehsessel erhebt, einmal kurz Yeah macht und mit mir begrüßt zum einen den Wannentalker Marc Ischia. Willkommen zurück in der Wanne. Es war ja eine lange Zeit ohne die Wanne. Aber es fehlt uns noch einer. Uns fehlt hier noch ein ganz klarer, legendärer Wannentalker, der Erfinder der Wanne. Und wir begrüßen gemeinsam, und ich bitte euch nochmal ganz kurz auf den Fernsehsesseln, rauf auf die Knie und yeah. Hier kommt Wannentalker Robert Schwamm. Übrigens, potenziell unten ohne. Unten ohne. Aber potenziell. Bleibt ein Geheimnis. Wir machen hier noch kurz den Intro-Sound. Ja. Ich sag, die Wanne ist back. Robert, willkommen zurück. In der Wanne, echt? Wir haben euch vermisst. Es war ein Jahr. Ein Jahr ohne Dirty TV. 10 Monate, wenige Wochen. 10 Monate, wenige Wochen. Wir haben hier Robert Schwamm, der merkt genau, Robert Schwamm ist kein Journalist der einfachen Dinge. Nein, Robert Schwamm nimmt die Sache genau. Wie lange war die Wanne weg? Die Wanne ist verschwunden vom Bildschirm von FS1, diesem wunderbaren Fernsehsender aus Salzburg. Frei, unabhängig, wunderbar. Seit dem 3. Juli 2015. Und das könnt ihr selber zurückrechnen. Ihr seht diese Sendung jetzt. Und eins ist klar: seit dem 3. Juli 2015 ist verdammt scheiß viel Zeit vergangen. Da ist scheiß viel Zeit vergangen, hast du völlig recht. Und so bin ich so froh. Nein, wir sind total froh. Ich sage mal, die Wanne ist back. Mit und Marc Ischia. Und beste Regie, also ich schwöre drauf, ich darf sagen, oder? Ich darf sagen, zwischen Nebraska und Vladivostok, eindeutig, ohne Applaus, einfach so. Ich genieße auch. Mhm. Ich möchte euch hier diese, ich habe hier tibetanische Friedens- und Freiheitsschals für euch mitgebracht. Und ich möchte euch jetzt noch überreichen hier einmal ein tibetanischer Freiheitsschal für dich. Bravo! Noch einmal ein tibetanischer Freiheitsschal für dich. Denn die Wanne musste zurück sein. Ja. Wir haben hier die Bundespräsidentenwahl in Österreich erlebt, und wir haben gesagt, das ist genug Anlass, dass die Wanne einfach mal zurück ist. Und zwar mit der blauen Gitarre und dem freiheitlichen Schatz. Wir beide. Ja, genial. Regie, so liebe ich das. Mit dem freiheitlichen Schatz. Ja, wir sind total traurig. Ich sag, Norbert, wenn du das siehst, wir sind bei dir. Und ich habe gezittert. Wieder hat gezittert. Wir haben alle gezittert. Alle haben gezittert. Denn Norbert und Robert, das ist ja fast ein Namensvetter von mir. Oh ja. Norbert, ja. Robert. Man könnte es fast verwechseln. Ja, er hat gesagt, er würde auf uns und unser Land aufpassen. Nicht? Und Van der Bellen sagt er, der hat gar nichts gesagt. Ja, ich bin hier für alle da. Aber wer passt jetzt auf? Robert, möchtest du aufpassen auf Österreich? Also, liebe Regie, aufpassen, habe ich mir gedacht. Wahnsinn. Das Gesicht von Norbert Hofer. Und aufpassen. Ich sage nichts weiter dazu, okay? Der Vergleich, ja. Also ich gehe mal davon aus, dass das Gesicht von Norbert Hofer mittlerweile Europa, vielleicht sogar weltweit bekannt ist. Ja. Der Mann hat es echt geschafft. Ja. Ein Österreicher, der einen Bekanntheitsgrad errungen hat, wie ihn selten zuvor in der Geschichte jemand errungen hat. Wobei ja Österreicher in der Bekanntheit
Ja. In weltgeschichtlichen Dimensionen durchaus Rang und Namen haben. Nimm den Franz Josef, nicht? Den Eulen. Ich hätte auch noch einen anderen gedacht. Ach, du meinst dieser Adolf? Ja, aber Adolf, der hatte eine ähnliche Frisur, kam aber nicht aus. Der war ja. Der war nicht in der Burschenschaft. Der war weniger rechts als Norbert Hofer, es dann später doch war. Okay. Muss man sagen. Hier kommt noch ein Antwortbild und sagt es. Wir mögen das, denn wir sind heute nämlich hier völlig öffentlich. Das ist öffentliches Fernsehen, nicht nur dein Fernsehen, wir haben gesagt, nicht mehr im Studio, sondern wir wollen raus, wir wollen die Leute auch irgendwie mit Freiheit, mit Charles und auch mit der blauen Gitarre extra beglücken, bekehren und wollen einfach auch mal, dass hier was passiert, ein Aufschrei. Nicht? Ja, denn stimmt. Du hast jetzt angefangen mit was ganz Wichtigem. Wann war das letzte Mal Wanne? Die Wanne wurde gerufen, sie wurde begehrt. Da gibt es Umstände, ja. Marc Isker hat Asyl beantragt in Innsbruck und ist anerkannter Flüchtling. Marc, stimmt das jetzt? Bist du jetzt anerkannter Flüchtling in Tirol eigentlich? Ja, gibst du. Du darfst es nicht zugeben. Nein, doch. Ich bin richtiger Tiroler. Ja, du bist jetzt richtiger Tiroler. Ja, ja. Mensch, du bist auch Superman da, ja. Die Tiroler stehen nur rechts von Norbert Hofer. Also, wenn man auf die Karte guckt. Nein, die Tiroler an sich schon, aber die Innsbrucker nicht. Also ich habe die Landkarte, ich habe in der Süddeutschen Zeitung. Ja, Süddeutschen Zeitung lügen ich, doch alle. Ich Lügenpresse, kennen wir. Aber ich habe gesehen, Landkarte von Österreich mit wer wie wo was gewählt hat. Ach ja. Welche Mehrheitsverhältnisse? Da waren es ja. Tiroler waren Van der Bellen. Ich dachte, das wäre die Karte mit dem Wald. Nein. Tiroler hätte ich auch gedacht, dass Van der Bellen haben Innsbruck. Also Innsbrucker. Was? Ja, da haben wir wohl jetzt. Moment. Wenn ihr euch fragt, wer überhaupt hier die ganze Sache Regie gemacht hat. Ich habe nämlich heute eine Überraschung, nachdem die Regie hier in der Wanne sitzt. Ihr seht ja, ich kann hier kaum was bedienen. Gibt es eine Hilfsregie? Und wir möchten mal kurz, hallo Hilfsregie, melde dich mal beim Publikum. Hallo, ihr geilen Schweine. Jo! Oh, Wahnsinn, was für ein. Das war die Hilfsregie und die Hilfsregie macht für uns heute das Bild. Ich sage noch einen großen Dank an die Hilfsregie. Da haben wir mittlerweile, es ist ja ausgebaut hier. Ihr seht, hinter uns ist auch noch die Tür zur Toilette. Hm? Wer hier durchkommt, ist Öffentlichkeit. Denn wir wollen mit der Öffentlichkeit reden. Ja, und zwar dann, wenn sie vom Klo kommen oder dorthin. Denn dort sind wir nämlich intim, dort sind wir da, wo es hin muss. Entschuldigung, ein kurzes Statement. Sind Sie Norbert Hofer gewesen eigentlich oder ehrlich? Ich bin aus Deutschland, hab gar nicht gewählt. Oh. Ach, da sind sie ja genau wie wir drei. Wir beschweren uns nämlich und wir dürfen hier gar nicht wählen. Nicht? Warum darfst du nicht wählen? Nein, ich darf nicht wählen. Du darfst wählen. Ich verwählen. Hast du nicht gewählt? Als Tiroler darfst du wählen. Aber ich hätte ihn natürlich nicht gewählt. Du hättest nicht gewählt. Gut, das ist gut. Die Öffentlichkeit, die hier aus dem Klo kommt, scheint vernünftig zu sein. Sag mal, du hast nicht gewählt. Das habe ich aber auch so. Ich darf ja gar nicht wählen. Ich bin Ausländer. Ja, warst du nicht irgendwie Österreich? Der ist doch ein Niederbayer. Ich bin Ausländer. Achso, du bist richtiger ja, Ausländerfernsehen. Ist ja eklig. FS1 kümmert sich ja um mich. Dann bin ich der einzigste Österreicher hier. Bist du Österreicher? Ja, aber Regie, nochmal, der war Deutscher. Der war echt total Deutscher. Der war. Ja. Pass mal auf. Er ist wirklich anerkannter Flüchtling. Schutzsuchender. Also er hat Schutz gesucht. Ich hab österreichischen Pass, ja. Und vor was bist du geflüchtet eigentlich? Vor Frauke Petri oder? Nee. Oder nur vor Nein. Der Robert, schau mal, hier kommen so viele Leute. Ich will nicht unterbrechen, aber die müssen wir auch mit einbeziehen. Wir sollten sie anspritzen. Hier kommen jede Menge Leute. Anspritzen sollten wir alle. Anspritzen. Also, ja, nochmal, genau. Egal. Ich bin dann mal zurück zu dem Punkt. Hi. Willst du Hallo sagen? Hi. Ja? Hallo. Ja. Wahnsinn. Öffentlich-Television. Das ist öffentliches Fernsehen. Ja, ja. Finden wir geil. Aber nicht öffentlich-rechtliches Fernsehen? Nein, öffentlich, ohne Recht. Genau. Und aber erst Recht ohne Rechts. Aber mit viel Freiheit. Gell? Ja. Freiheit. Im Schaden, nämlich. Genau. Okay, nochmal. Ich bin da ganz schnell fertig. Ich muss nur einfach. Das Ding Nummer 1, ganz lange Zeit keine Wanne, seit 3. Juli 2015. Hi. Jetzt rede ich mal hier. Ja. So. Ja. Ah. Hier ist das Klo. Ja, okay. Suchen Sie das Klo, das wäre hier direkt hin. Und Sie haben Absicht. Da, wo WC steht. Ja. Ruppel, die Katze. Ja, genau. Alles im Fernsehen. Alles im
Alles im Fernsehen. Alles im Fernsehen, das wissen sie. Aber das checken die gar nicht. Wir müssen. Weil die Kamera sind wie versteckt. Die Kamera. Pass auf. Ihr dürft nicht so durcheinander reden. Nein. Also ja, wir einer redet und der andere gibt Antwort. Danke, Marc. Nur weil wir dich nicht so viel angesprochen haben. Ja, stopp. Moment, stopp. Bitte. Regie. Hilfsregie. Hilfsregie wünscht sich auch ein bisschen mehr Ordnung hier. Also das ist ja unfassbar. Wir werden jetzt mehr Ordnung machen. Wir, ja, wir beginnen ja einfach die Sendung ordentlich nochmal von neu. Geil. Ich werde auch die Opa wieder gar nicht. Ja, wir begrüßen nochmal. Und zwar grüßen wir noch einmal alle da draußen. Und wir waren gerade ordentlich stehen geblieben dabei, dass Marc ja anerkannter Flüchtling in Tirol ist. Ich bin kein Flüchtling, ich bin Österreicher, schon seit Geburt. Du, er hat Angst vor, Angst vor rechter Gewalt. Er hat Angst davor, irgendwo mit Steinen beworfen zu werden von Ur-Tirolern, die sagen, hey man, du bist niemals, ich kann nicht tirolerisch nachmachen, vergiss es. Nix da, ja? Nix da. Weißt du, und irgendwie zünden sie ihm am Ende die Bude an oder so, ja? Nein, also und drum möchte er eigentlich gerne unerkannt bleiben. Du musst ihm auch mal was sagen lassen. Ich bin seit meiner Geburt, hey! Wenn du jetzt den uns sprechen möchtest, dann guck nicht immer den anderen. Nein, nee, hab ich nicht. Schau, drum, es geht ja nicht, er will ja nichts sagen. Also, du bist seit Geburt an Österreich. Ja. Wirklich? Nein, Tiroler. Tiroler? Ja. Nicht Österreich? Nein. Das ist natürlich interessant. Da tut er auch so wirklich ganz klar. Ja. Und als Tiroler mit Blick auf Österreich, wie ist deine Sicht auf diese Wahl zu diesem Bundespräsidenten? Glück. Ach so, du meinst die politische... Die politische Sicht. Ja, dass ihr sonst keine Sicht habt mit den Bergen. Das alle hatten Angst. Alle hatten Angst und alle haben gezittert. Alle. Aber vor wem? Hatten sie Angst vor Van der Bellen oder ihr Angst vor dem Hofer? Vor dem anderen. Sie hatten Angst vor dem Führer. Angst vor... Immer vor dem anderen. Ja. Das ist wohl auch das Problem, liebe Zuseherinnen und Zuseher, die Angst vor dem anderen. Das wäre wohl auch was, wo wir dann mit dem Robert dann hier drüber reden könnten. Wir haben ihn eingeladen, er kommt leider nicht. Genau, du bist der Robert da. Du musst Robert da. Auf den Strache hätte ich ein bisschen mehr Bock auf, als auf Hofer. Genau. Also du, Strache hier in der Wanne, weiß nicht, würde ich mir... Wenn der Kanzlerkandidat wird, dann laden wir den in die Wanne ein. Das wäre geil. Aber wir waren ja bei der Ordnung. Ja, okay. Und ordentlicherweise war diese Landkarte, Robert, du wolltest uns von dieser Landkarte berichten. Wer in Österreich hat jetzt grün und wer eher blau? Also sagen wir mal so, Tendenz ist so, Vorarlberg, Tirol eher grün, also mehrheitlich. Salzburg, oder fangen wir anders an. Kärnten, Steiermark, Niederösterreich, Salzburg, pro Hofer. Ja. Hier. Und Wien, grün, wieder. Aber weißt du, wie viel Prozent in Salzburg den Hofer gewählt haben? Es waren an die 60%. Das heißt, im Schnitt jeder Zweite, der da draußen in der Linzergasse, Getreidegasse oder wo entgegenkommt, ist potenzieller Hoferwähler. Ein Freiherr. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber mir haben es irgendwie drei Leute, also das habe ich jetzt, mir haben es drei Leute erzählt, keine Ahnung, was das so Wähler waren, dass aber die Leute mit dem niedrigeren Bildungsgrad Hofer gewählt haben. Also das, schon wieder. Die machen das aber ganz klar. Ganz klar. Also man muss ja wissen, dass Marc ist ja für einen politischen Talk überhaupt nicht zu haben. Nein, der geeignetste überhaupt ist, weil es genial ist, wenn man Leute politisch, also einen Talk, die gar keine Ahnung haben, ist total geil. Ja, aber jetzt ist das ist auch oft mein Ernst. Warum? Die sind nicht manipuliert, die sind einfach frei. Ja. Die sind bar jeglicher Ahnung. Ja, aber ich war aber wählen. Erstens war er wählen. Ich war wählen. Und da vielleicht ist dort das Problem. Nicht? Ja, kannst du nicht zugeben. Nein. Du musst auch nicht sagen, was du gewählt hast. Ich finde auch, du musst auch nicht sagen, was du gewählt hast. Nein, ist ja logisch, was jeder gewählt hat. Aber nochmal zurück. Du sagst, dass du meintest ja, die bildungsferneren Schichten wären eher... So haben mir das die Leute gesagt. Aber wirklich viele. Also das haben mir wirklich viele. Also... Drei gute, ich habe da Analysen gelesen und da ging es darum, dass die Leute mit Matura zu einem ganz erheblichen Anteil Norbert Hofer gewählt haben. Nee, das habe ich eben genauso nicht gehört. Ah, das habe ich aber ganz genau. Ja, aber das hast du gehört und der hat es gelesen, das müssen wir jetzt wieder. Ja. Ich kann nur sagen, bei meiner Tochter in der Klasse, die geht auf ein Gymnasium hier in Salzburg, waren es doch auch einige. Also die hatten in der Klasse tatsächlich auch Zerwürfnisse, weil einige, und da waren es eher die Jungs. Ja, die Österreicher, die Jungs die zu sein, die von diesen Van der Bellen eher nicht so begeistert waren.
Also total interessant, weil ich habe ja auch eine Tochter, die kennst du. Ja, die war ja schon in der Die war ja schon im Fernsehen. Die Tochter. Mark Langweilzig. Nein, nein, es ist ein bisschen schwierig alles, weißt du? Das ist, ja. Was ist denn für dich so schwierig? Genau. Erzähl uns doch mal. Erzähl uns doch mal. Oh Mann, ey. Das finde ich toll. Er macht das geil. Gedanken übertragen. Ich dachte, wir müssen jetzt anstoßen und dann kommt die Regie. Wirklich zwei Sekunden. Ja, ja. Das fehlt in der Wanne. Alle, die es vermisst haben, nicht? Es ist ja üblich, dass in der Wanne auch angestoßen wird. Und Robert hat hier hinten mal was vorbereitet. Und an dieser Stelle möchten wir für alle, die begeisterte, große und immer wieder kontinuierliche Wannenseher sind, möchten wir gerne hier alle gemeinsam einen Gruß an den Halleiner Bürgermeister schicken. Also wir grüßen den Bürgermeister. Wen hast du gewählt? Ja, wen hast du gewählt? Nicht bei der Bundespräsidentin-Dings. Gar kein. Du hast nicht da hast du aber verloren, weil es ist ein anderer gewonnen. Wahrscheinlich, ne? Ja, ich wähle. Also, ich habe das Glück nicht zu dürfen. Ah. Der darf auch nicht. Ah. Wir sind nur Leute, nur die Deutsche. Nicht mehr. Du bist hier der einzige Österreicher. So, pass mal auf. Ja. Jetzt gibt es hier erstmal dieses geniale, schon probiert Neubier. Wow. Ja. Was ich meine, ne? Reklame für schon probiert neu. Ich würde sagen, die erste Flasche geht an niemand Geringeren als an die Regie. Hätte ich jetzt auch so erwartet. Jo, Die Hilfsregie applaudiert im Hintergrund. Das wäre geil. Sehr geil. So, und was hast du gesagt? Die Hilfsregie hat ja auch gelernt bei der Regie. Ja, das ist, man muss sagen, der Hilfsregisseur heute, der ist die Regie in Ausbildung. Das ist ein Regie-Azubi. Und ich muss sagen, mittlerweile, wir stehen kurz vor dem Meisterdiplom, der macht das gut. Also, er macht auch gut. Wir hoffen auch auf Leserbriefe und Kommentare drauf. Und wir, also nochmal kurz Verweis, Hilfsregie macht das super. Ach so, das ist schon probiert. Also, es ist ein normales Black. Okay. Und jetzt kommen wir, ich meine, fälschlicherweise, liebe Regie. Der Chlorwasser drin. Ja, vom Chlor. Und Chlor. Der wohnt nicht um die Ecke. Ja, danke. So, also, da kam der Satz, ich hätte die Sendung hier erfunden. Stimmt gar nicht. Mark. Die Sendung wurde in einem Kreis gefunden. In einem gefunden? Freien, demokratisch diskutierenden Kreis. Ah. Anlässlich des Stammtisches der freien Medien in Salzburg von Radio Fabrik. Alf war dabei. Da waren eine ganze Menge Leute dabei. Das Ding ist irgendwie so gekommen, aus diesem Kreis heraus und wurde verfolgt bis zum heutigen Tag. Ja. So, also, und jetzt hier mit damit Fall. Geil! Für die erste Wanne wirkst du heute nicht sehr motiviert. Nein, doch, ich bin voll. Dabei, meine liebe Regie, aber du bist hinzugekommen als Goldmitglied. So, okay. Ich bin voll motiviert. Ich bin nur nicht der Politik-Fan. Schon probiert. Wir können auch das Thema nachher wechseln. Ich würde sagen, wir wechseln dann das Thema. So, übrigens steht noch Bier Nummer 4 für die Hilfsregie, wenn es wäre. Die Hilfsregie will nicht ins Fernsehen. Im Gegensatz zur Regie wird es auszubilden. Ich bring's ihm und ihr könnt ein bisschen talken. Also, dann machst du den Körper los. Ja, so cool, ey. So, dann also, danke fürs Gelände. Danke auch. Ja. Also, ihr Lieben, klasse. Ich finde es echt total toll, dass wir wieder ein paar Minuten, 45 Minuten Sendezeit von diesem genialen Medium, an dem du so ursächlich mit dran beteiligt warst und bist, ja. Und wirklich die geilste Regie. Ihr seid ja auch die tollsten Mannen. Also, aber nee, also pass mal auf, du bist so geil. Also auch jetzt du in der Wanne, du bist so geil. Ich finde dich ja auch ganz toll. Du bist so geil. Also die war so geil, die können wir niemals besser machen. Es geht gar nicht, du bist schon eine geile Sau in der Wanne. Nein, aber ihr seid die Wanne. Also zukünftig gibt es die Regie wieder nur aus der Stimme und nicht in der Wanne. Es ist heute nur aber eben diese eine Die Re-Wanne. Genau, das ist eigentlich der Gedankengang, den ich die ganze Zeit schon zu Ende bringen will. Nämlich die, wir haben angefangen mit einem, man mag es bedauern, man mag es erfreuen, siehe Halleiner Bürgermeister, lange, lange Zeit keine Wanne, nach 10 Monaten und wenigen Wochen wieder hier drin, ist eigentlich eine negative Meldung, weil wir haben es 10 Monate, weil der Asylantrag, der Asylantrag von Marc Iskia hat gedauert und jetzt ist er wirklich dort und es hat er lange Zeit gebraucht, bis er wieder raus durfte aus Tirol.
Es hat gedauert. Ja, Marc, aber jetzt darf er. Entschuldigung, wir haben nämlich eins vor. Wir machen weiter regelmäßig Running. Ja, das wurde heute beschlossen. Und erzählt, und die Regie hat den Takt vorgegeben, bitte. Ja, wir haben den Takt eingetaktet und zwar einmal im Monat werdet ihr in eurem Wochenprogramm von eurem Fernsehen die Wanne mit Rom und Ischia wieder sehen. Ob mit Hilfsregie, in der Wanne, aus der Wanne, das wissen wir noch nicht. Jedenfalls gibt es die Wanne jetzt wieder regelmäßig und darüber freue ich mich erstmal. Und möchte gratulieren zum Flüchtlingsstatus in Tirol. Genau, und dir, dass du hier eine Zeit geboren. Du hast es geschafft, mein Lieber. Und das Positive an diesem Restart, Relaunch, Re-irgendwas, ne? Weißt du, was ich meine, ist, dass wir wirklich nach vielen, vielen Wannensendungen, die wir vor allem im Jahr 2014 hatten, deutlich weniger im Jahr 2015 und die allererste im Jahr 2016, dass wir eine haben, die wirklich das Prinzip öffentliche Öffentlichkeit, öffentliche Toilette, öffentliche Toilette. Ja, wir haben hier eine Live-Fernsehsendung, ihr geht hier durch die Fernsehsendung. Wir wollen Öffentlichkeit und darum haben wir uns gedacht, wir setzen uns mal ein öffentliches Klo. Vor ein Klo. Und vor ein Klo. Hier kommt die Öffentlichkeit vorbei. Wir haben die Kameras im Klo versteckt. Ja. Und ich denke mal so, das ist wirklich erstens freies Fernsehen, zweitens allen Prinzipien von Demokratie, Pluralismus, Vielfalt. Sind wir dabei? Und. Ihr seid, hört mal auf, ey. Ich fahre jetzt mal mit dem Edding drüber. Redet nochmal kurz über Politik. Es ist gar nicht so schlecht, aber ihr dürft nicht so reden, so Hofer, Van der Bellen, sondern ihr müsst so reden, mehr so psychologisch. Reden, aber das wäre dann dein Partner. Nein. Doch. Wir wollten eigentlich weg vom Thema. Ihr könnt mehr in der Garage bleiben, man darf sich hier nicht so rauf. Das sind die neuen Kräfte. Bei mir hätte es sowas nicht gegeben. So, Marc, also du willst jetzt mehr Psychologie. Nein, nur ganz kurz, ihr könnt das mit zwei Sätzen, ihr könnt das eigentlich relativ schnell abhaken. Das ist scheiß Thema. Es ist zum Glück noch glimpflich irgendwie ausgegangen. Aber wer weiß, was in der Zukunft steht, wenn wie viel Prozent... Moment. 50,3 zu 49,7. Zu diesem Glimpf, ich wollte ja nochmal sagen. Also das muss ich wirklich sagen. Irgendwie 0, wie viel 0, Prozent sind das Unterschied, Robert? Also in der Mitte treffen 0,3. Ich meine, ob jetzt 0,3 rauf und runter, was dann vorne formal draußen steht, aber drinnen bleibt doch das Gleiche. Schau. Das ist also, der Punkt. Mein es bleibt hier, die halb Österreich ist, hätte gesagt, gut, ich will, dass der Norbert Hofer auf mein Land aufpasst. Das, egal, ob jetzt Van der Bellen oder Norbert Hofer, das wollte die Hälfte. Du, meine Tochter, ne, ist 15,5 Jahre und darf in 2,5 Jahren in Deutschland wählen. Ja. In Österreich dürfen sie mit 16 wählen. Das heißt, Schulkolleginnen von ihr durften jetzt wählen. Ja. Und von ihren vier besten Freundinnen haben zwei Van der Bellen und zwei Herrn Hofer gewählt. Ja, sicher. Und damit begleitet ungeahnte Diskussionen über Politik und Gesellschaft, die bis dato völlig unmöglich erschienen, hocken Mädels, die sich bisher über Barbie und Ken und Barbie unterhalten haben, ne, fangen an, auf einmal politisch zu streiten. Und in dem Fall war es 2-2. Also sie haben sich gestritten, wirklich? Ja. Also sie haben darüber diskutiert. Richtig diskutiert. Aber das ist schon mal cool. Also egal, was dabei rauskommt, aber das finde ich ja schon mal cool, dass sie überhaupt miteinander gestritten haben, oder? Ja, klar. Und ich habe mit meiner Tochter auch darüber diskutiert und es ist eigentlich total interessant. Du hast diskutiert? Nein, wir waren uns einig. Haben wir diskutiert. Wir waren doch aber sofort einig. Wir sind uns nicht immer einig, aber wir finden eine Basis. Ja. Aber ich wollte nochmal zurück zu, was Marc gesagt hat. Weil Marc wollte das Ding jetzt nicht irgendwie so politisch und prozentuell und so von diesem pragmatischen allgeinen der wollte eine andere Sicht ja, ihr sucht das Wort Vibe, ihr braucht einen anderen Vibe und wir brauchen einen anderen Vibe. Ja, wir wollen zum anderen Vibe nochmal einen anderen Approach wählen.
So. Mann, der ist super, ja, er ist echt genial. Du wirst ja hier heute, Schromm ist ja in Höchstform, der hat sich vorbereitet, der kennt Prozente auswendig, kennt seine Tochter sogar, weiß wie alt die ist und alles. Aber nochmal zurück zu diesem Thema. Hallo, ich habe 10 Sekunden vor Sendebeginn vom Thema erfahren. Ja, aber der wusste es trotzdem. Das nennt man Allgemeinbildung. Bei Kim, Regie, 2, Jung. Robert, lass doch mal den Marc jetzt. Ich wollte nein, es ist gut. Ist willst gut, du eh nicht heute mitmachen? Doch, Marc, mach gerne mit. Doch, ich stehe voll drauf. Ja, aber Marc jetzt. Also, frag mich die Frage. Also, pass auf. Mit dem Psychologischen. Ja. Du wolltest ja diese Sicht eher von der Psychologie. Ich wollte es von euch, ja. Ich fand das geil. Aber wie hast du das jetzt gemeint? Also, könntest du das irgendwie genauer... Sag mal, Robert, jetzt hört mal auf. Lass das mal... Ich sag doch gar nichts. Ich sag doch gar nichts. Nur, das reicht nicht. Ich gebe dir mal die Gitarre hier. Nichts gemacht. Er wollte mir... Mal reden. Er wollte mir... Ja, okay. Ja, der wollte... Der ich hab nichts gesagt. Nicht. Ja, erzähl weiter. Ja. Aber wie hast du das gemeint? Was war diese psychologische Sicht... Was stellst du dir drunter genau vor? Was wäre denn sowas? Ja, ihr müsst schon sagen, ihr wisst ja alle ganz genau, warum irgendwelche Pennenhofer gewählt haben und irgendwelche Van der Bellen gewählt haben. Ihr wisst ja das auch, weiß ich nicht. Du warst ja wählen. Also wir waren nicht wählen. Ihr nicht, könnt warum. Euch nicht vorstellen, warum ja, die doch. Leute... Hier könnt ihr euch das vorstellen. Ja, aber dann kommen so platte Typen wie, ja, die Flüchtlinge... Nein. Du musst... SPÖ, ÖVP unfähig, denn sie bringen keine Reformen ins Land. Und... sind ja auch unfähig. Ja, also ich muss sagen... Das ist genauso wie... Die, also meine Oma. Ja. Ich erzähle von meiner Oma. Tirolerin. Meine Oma ist Tirolerin, natürlich, klar. Sonst wäre ich ja nicht Tirolerin. Ja. Also so. Meine Oma ist Tirolerin und ich würde jetzt meine Oma... Ich hoffe, die sieht jetzt nicht, aber eigentlich eher relativ in die rechte Ecke schieben würden und lässt auch manchmal ein paar Sätze raus, die eigentlich relativ schon hart sind, ja, gegenüber, ja. Und die hat Van der Bellen gewählt. Warum? Weil der Hofer zu radikal ist. Hat sie gesagt. Ja. Aber das ist interessant. Dann krass, oder? Sogar also, die Oma. Also die Oma der kennt Robert kennt die Oma. Und die Oma ist klar auf Blaukurs. Aber hardcore. Also, so, das und die so Oma ein hat Van der Bellen gewählt. Also Oma, mit Oma habe ich auch schon gesprochen. Also mit Marc Ischias Oma hatte ich schon mehrfach Gespräche. Also Oma, und da ist mir ein ganz deutliche, für alles. Ich kann leider nicht dieses Tiroler nachmachen, aber dieses, wir sind auf Blau. Ja. Und die hat Van der Bellen gewählt. Ja. Warum nochmal? Weil ihr Hofer zu radikal ist. Zu radikal? Ja. Und ich kenne ja Leute, die haben den Hofer gewählt, weil sie nämlich glauben, der Van der Bellen wäre zu intellektuell. Und wird deswegen die Leute nicht verstehen. Ne? Weil die Leute, das muss ich ja, mal ja. ganz kurz erzählen. Hör auf, hör auf. Weil Österreich wäre nicht intellektuell genug. Also, ich möchte jetzt an der Stelle... Wo hast du das her? Das doch, steht in der Zeitung. Aber noch interessant. In der Zeitung. In dem kleinen Format. Ja, genau. Die Regie immer liest. Ja, am Klo. Weil die Süddeutsche oder auch Salzburger auf der Standard passt bei mir nicht aufs Klo. Voll ausgefaltet von links nach. Ich habe ein ziemlich schmales Klo. Und wenn man da so aus, dann geht Klo. Das nicht. Schau mal, da kommt wieder. Da kommt der Hawaii. Ja, du warst aber jetzt lang auf dem Klo. Der geht auch besser jetzt. Ich muss da halt groß, ne? Hast du groß gemacht? Er hat zugegeben. Groß machen ist gut. Groß machen ist gut. Hawaii. Ey, Hawaii. Ey, cool. Hawaii. Ey, hat gut gepasst mit dem Groß. Alles raus? Ja. Zufrieden. Lass nochmal eine halbe Stunde machen. Okay, dann egal. Willkommen. Bis gleich. Ciao. Moment, das Psychologische ist aber gar nicht so schlecht. Und ich habe mich ja auch ein bisschen vorbereitet. Denn es war ja auch interessant zu sehen, wie diese beiden Kandidaten in diesen Sendungen agierten. Die haben mir übrigens alle ziemlich viel angeguckt. Ja. Und es ist ja interessant, dass dieser Hofer wurde ständig überführt, dass er Unwahrheiten erzählt. Zum Beispiel, er hätte in Jerusalem eine Frau mit Granaten und Maschinenpistolen gesehen, die auf Beten geschoss und dann von der Polizei niedergeschossen wurde. Man hat dann in Israel die Polizei gefragt, keine Ahnung, also wir wissen nicht, wovon der Mann spricht, bei uns gab es das nicht. Und aber das Psychologische daran war, dann kam eine Kommunikationswissenschaftlerin, die hat das dann erörtert und hat gemeint, der Trick von diesem Hofer war, dass er dann sofort nicht auf das Thema eingegangen ist, sondern lediglich eher diesen Journalisten, nein, eine Journalistin war es in dem Fall, beschimpft hätte,
er würde jetzt hier an den Pranger gestellt werden, weil er würde lügen und das würde er sich nicht gefallen lassen. Hm. Da, hier der Lüge überführt zu werden. Hm. Und das finde ich mal Psychologie mag, nicht? Mhm. Die hatten dann noch mehr solche Ausschnitte gesehen und da gab es immer wieder, und interessant für unsere Zuseher, wir werden auch gerne in Deutschland geguckt, Salzburg, ob ihr es wollt oder nicht, liegt an der Grenze, Deutschland gehört auch irgendwo dazu, und die Petri macht das genauso. Kaum kommt eine Frage, die ihr nicht passt, kommt sofort dieses Opferdings. Und bei Opferdings, da denke ich sofort an Befreiung oder nicht Befreiung, dann sind wir wieder schwer beim Thema. Aber wir wollten eher weg von der Politik, mehr hin zu Dingen, wo... Habemus Presidente heißt das. Habemus Presidente heißt das Ganze. Da können wir gar nicht weg. Also so Politik, runter. Es gibt noch mehr. Man kann auch Politik irgendwie noch widerlicher gestalten. Ja? Das geht schon auch. Wir können schon über Politik reden. Das gefällt mir. Ja, schön. Ist gut. Ja. Die höchste Schiefe finde das gut. Also eine wirklich beeindruckende Stimme. Ja, wir prosten mal. Wir prosten mal. Prost! Höchste gewaltige, also wow. Also, sehr gut. Da müsste man sich wirklich überlegen, wie man das beschreibt. Aber ist irgendwie ziemlich cool. Also ist ja einer der besten auszubildenden Regisseure, die es jemals hat. Thema hier. Traum. Bleib beim Thema Politik. Also wir können. Ekliger wollen wir es. Ja, wir wollen es ekliger. Also das eklig nicht geil. Genau. Also pass auf, halt mal das jetzt! Ab! Also pass mal auf. Die Mikrofone sind doch. Ihr habt ja eine Meinung, ja? Ich. Das ist ein Halle hier. Also du hast eine Meinung und er hat eine Meinung. Und ihr habt wirklich eine. Ich habe auch eine Meinung, aber meine Meinung ist lang nicht so stolz wie eure. Weil ich eigentlich. Ihr habt eine stolze Meinung. Wir haben euch. Ich habe keine stolze Meinung. Die Regie hat immer recht. Ihr könnt jetzt einfach ein bisschen widerlicher herziehen. Wieso denn? Weil ich das wunderschön finde. Das wäre doch dein. Dann, wie stellst du das vor? Gib mal so, leg mal einen vor. Seit Böhmermann darf Satire wieder alles. Hey, ja, geil. Das ist zum Beispiel gut. Geil. Böhmermann, also das finde ich natürlich auch. Böhmermann. Jetzt kommen wir in die deutschsprachige. Tolles Thema. Ja, tolles Thema. Tolles, ja. Sehr geil. Böhmermann. Also, ja, ich wohne seit 15 Jahren in Österreich, ich kenne ihn nicht. Okay. Also, der war gut, auf die Regie, genial. Genau, schön mit dir in der Badewanne zu sitzen. Schön mit euch in der Badewanne zu sitzen. Finde ich ein guter Beitrag. Übrigens, darf ich mal die Regie was fragen? Warte mal kurz, wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Ihr seid bei 32 Minuten und schon? Okay. Um Gott, die Zeit ist scheiße. Ja, aber in der Wanne geht die Zeit schneller. Ja, ja. Also, lass den Marc mal sprechen. Ja, unbedingt, der Marc. Ich fände es wirklich geil, wenn ihr so wie Böhmermann so schön was. Ihr könnt richtig asozial herziehen. Ich finde das wunderschön. Du meinst, das ist hier Satire? Ja, also Satire. Wir können sagen, Hofer, du alter Alpenziegenficker. Zum Beispiel, genau. Ja, das genau. Ist geil. Komm, jetzt los. Ja. Du. Und Van der Bellen, du alter Löwenzahnkiffer. Kauf dir mal was Gutes. Ja, sowas meinst du. Das finde ich sehr gut. Ich finde es so gut. Ja, ich finde es gut. Ich komme da immer nicht mit, weil das ist so inhaltslos. Nein. Was? Also, hör mal zu. Das ist ein Bullshit, Junge. Aber das ist ja Böhmermann, das war doch inhaltslosig. Nein. Was? Er hat demonstriert. Überhaupt nicht. Ich nehme hier ab. Was überhaupt nicht. Was hast du gesehen? Es geht darum, die Grenzen auszuloten. Richtig. Ja. Hilfsregie hat mega recht. Es geht darum, die Grenzen aufzuloten. Und zwar so richtig dermaßen reinzuknallen, einen Erdogan so zu nennen, wie er... Ich finde es total gut. Ich finde es total gut auf die untere Schiene, auf die allerletzte. Auf die allerletzte. Weil es kommt auch viel, weißt du, wenn du sagst, oh ja, und er, ja, nee, wenn du so, es kommt viel, viel ehrlicher rüber, wenn du schön dreckig asozial unter der Gürtellinie herziehst. Ich finde es absolut. Aber gerade bei Grenzen, das war jetzt ein Stichwort. Ich möchte nur kurz, eben vorbereitet auf die Sendung, möchte ich nur noch kurz anschmeißen. Dieser Herr Strache, den wollen wir in der Wanne, nicht? Ja, geil. Die geile Sau. Geil. Wir wollen die geile Sau von Strache wollen wir in der Wanne. Wir wollen ihn echt so mit dieser blauen Gitarre. Mit dieser blauen Gitarre wollen wir den von hinten sehen. Und der meinte, passt ja. Passt doch, oder? Die Leute können doch mein Gesicht nicht sehen. So der Strache. Der Strache. Der hat ja im Wahlkampf, das hat keiner mitbekommen. Aber der wollte nämlich eine alte Wunde wollte er schließen. Der bildet sich tatsächlich ein, dass Südtirol wieder zurück zu Österreich. So, was sagt der Tiroler dazu?
Das der Südtiroler, nee. Nee. Nein, er will diese Wunde schließen. Er schlägt vor, Österreich sollte Italien einen Volksentscheid vorschlagen. Also Südtiroler wollen aber auch eigentlich selber eigenständig sein. Also Südtiroler wollen abgeschieden von Italien sein und abgeschieden von Österreich. Ich habe da eine Umfrage gelesen in Südtirol und gesagt, also lieber zu Deutschland als zu Österreich. Stimmt, ja, genau. Schrecklich gewesen. Aber trotzdem, Südtiroler sind aber krass, auch wenn man die Geschichte anschaut. Sind einfach ziemlich die Strommastensprenger einerseits, andererseits jetzt mittlerweile auch eine Gesellschaft, die gelernt hat, mehrsprachig zu leben, die gelernt hat, verschiedenen Identitäten von Nationalität genau, zu leben. Genau, mit verschiedenen, aber das sagt schon das alles. Gut. Das finde ich gut. Ja, aber es grundsätzlich, wir haben ein paar von diesen SVP-Menschen, klar, aber sonst, ich denke, dass das Südtirol an sich mittlerweile aufgeklärt hat. Ich mag Südtirol ultra gerne. Schönes Land. Und das Schöne ist, Südtirol ist Italien. Südtirol ist Italien, Herr Spahn. Wir möchten das auch nochmal betonen. Ich kenne einige Südtiroler und die wollten sie schon zu Hause besuchen kommen. Ich habe gesagt, nee, mach das nicht. Der Mann weiß doch nicht, wovon der spricht. Der wohnt irgendwo in Ostösterreich. Er ist so ein geiler Talk. Und hat keine Ahnung, was im Westen Österreich abgeht. Die wollen nicht. Die wollen gar nichts von ihnen. Aber ich frage die Tiroler nochmal selber, wenn der Strache käme und sagt, ich fick jetzt diese Südtiroler zu. Ah, das gefällt mir. Ja, was nochmal, du was? Würde der Tiroler sagen, was hast du gesagt? Strache, fick meine Ziege. Oder würde er sagen, nee, meine Ziege fick ich selbst. Ja, das was noch. Um mit Böhmermann zu sprechen, wir wollen hier Grenzen öffnen. Ja, aber guckst du. Guckst du, ne? Guckst du. Problem war folgendes. Ne? Böhmermann hat bezogen auf Erdogan. Ne? Und zwar nicht bezogen auf, hier mache ich dich Erdogan fällt, du schwule kleine ziegenfickende Drecksau. Sondern es ging darum, dass da kam ein kleiner Erdogan, Erdogan oder irgendwie, ne? So wie. Das war das Lied. Genau. So. Ja, aber das Lied dann so, und das Lied, das habe ich schon mehrfach im Radio, im freien Radio Salzburg gespielt. Ja? Heute Morgen als Wiederholung habe ich das gespielt. Wow, bravo. Wir machen an der Stelle auch ein bisschen Werbung für die Radiofabrik, denn bravo. Da hört man Sachen, die man anderswo nicht mehr hört. Genau, und dann habe ich dieses Lied, um das es ursprünglich eigentlich ging, heute in der Wiederholung wieder mal gespielt, weil ich die das nicht mehr ganz oft spielen, weil das war ja der Stein des Anstoßes. Und dieses Lied, da gibt es überhaupt nichts. Da geht es nicht um Ziegenficken und nicht um irgendwas später. Es geht einfach nur um Politik. Nein, das Lied ist so. Das Lied ist so, aber das Schmähgedicht fand ich Schmähgedicht. So, Moment, genau. Und nachdem sich die türkische Staatsregierung vertreten durch Herrn Erdogan gegen dieses Lied gewandt hat und wollte, dass das auf den Index kommt und wollte, dass das verschwindet, weil er das nicht wollte, dieses Lied, ja, drum hat der Böhmermann in seiner Sendung gesagt, so, also wenn das Stein des Anstoßes ist, dann würde ich doch mal sagen, probieren wir mal was aus, was etwas wäre, was echt auf den Index kommen könnte. Und jetzt geht's los. War das so? Ja, so war das. So war das. Und so war ich würde sagen, wir als freies Fernsehen bestehen überhaupt nicht auf Zensur. Nein. Ufer, du alter Zickbäcker! Ja, wir wollen sagen, das war Satire. Ja, genau. Das war Satire. Du miese, blöde, aber... Norbert hat's gesagt. Norbert hat gesagt, was wir sagen wollen, nämlich. Und da werden wir bei dem psychologischen Aspekt genau. Das tut mir gut. Hier, das tut gut. Die Tiroler, die wollen sowas. Ja, ja. Denen gefällt das. Ja, ja, die wollen auch hier ficken und Ziegen und und Kühe und so. Und auch Käse ficken. Die machen hier die Käse. Käse ficken. Ja, und Käse. Nur, die machen Löcher in die Käse. Nur den Strache wollen die nicht. Käse ficken. Regie sind wir jetzt. Jetzt habt ihr nur noch 6 Minuten. Also meine Frage an die Hilfsregie wäre, sind wir jetzt endlich dirty genug? Sind wir dirty genug hier im TV? Ihr seid so geile Schweine. Genial, ey, wir haben es geschafft. Ich wollte ja eigentlich... Wir haben die Hilfsregie... Einen Job besoffen. Ja, dann da. Achso, nee, danke. Eigentlich wollte ich ja ein bisschen die Bohnen in die Weine bringen. Aber für die letzten 6 Minuten, ich habe noch ein Thema. Okay. Und zwar habe ich gelesen, ich lese immer so... Ich, Norbert, du liest ja auch. Marc liest weniger. Nee. Aber
Darum erzähle ich es dir mal, was ich gelesen habe. Nur E-Mails. Ja. Und ich hab gelesen, nämlich eine Meldung der FPÖ war, diese Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Und dann habe ich zwei Tage später dieselbe Zeitung an derselben Stelle wieder aufgeschlagen und da steht von der FPÖ wieder, diese Ausländer wollen nichts arbeiten. So, und dann sage ich dir, das frage ich dir mal als Österreicher. Oh. Wie ist es jetzt? Ne? Nehmen die jetzt die Arbeitsplätze weg oder wollen wir nichts arbeiten? Wie sehen wir das? Beziehungsweise, wie erklärt sich die FPÖ hier selbst? Denn jemand, der nicht arbeiten will, kann ja kaum irgendwem die Arbeitsplätze wegnehmen. Und da frage ich direkt in die Kamera, Herr Norbert Hofer, wenn Sie mich sehen, bitte rufen Sie an. Die Hilfsregie wird abheben und erklären Sie uns das, wie jemand, der nicht arbeiten will, Arbeitsplätze wegnehmen will. Und ich bin ja auch schon mit. mit schon probiert. Ich sag dir. Also ich finde, die Regie sollte in Politik gehen. Ich gehe nirgends wohin. Finde ich geil. Ja. Ich finde schon geil. Also die Hilfsregie. Geile Frau. Also die Hilfsregie ist natürlich einen. Ich hoffe, das kommt im Fernsehen dann auch so cool rüber, wie wir das hier. Wir erleben das hier unheimlich gut. Also es könnte sein, dass das so im Fernsehen übertragen womöglich etwas. Da möchte ich mit Adorno sprechen, das ist dann die Sekundäraura, die verloren wird. Ja, aber ihr sollt wissen, das, was aus dieser Hilfsregie kommt, das ist. Geile Scheiße. Bah, genau. Geile Scheiße. Ne? Das war das Wort. Das ist geiler als Norbert Hofer beim Ziegenficken. Ja, genau. Wie geil ist diese schwule Drecksau. Genau. Na, nichts gegen Schwule. Also ich finde Schwule ganz toll und ich möchte niemanden meiner tollen schwulen Freunde in Verbindung mit diesen Vollidioten. Ja, es geht doch jetzt hier nur um Schmähkritik. Schmähkritik. Wir wollen noch Schmähkritik. Schmähkritik. Ja. Wie lange? Marc hat sich nicht wirklich motiviert. Das ist der Alkohol. Seit der in Tirol ist, das ist der Alkohol. Aber vielleicht die Sache mit der schwulen Drecksau wieder rausschneiden. Ne? Ja, dann machen wir Piep. Dann machen wir Piep. Oh, und wenn das den Piep nicht geht, dann liegt das daran, dass FS1 unterfinanziert ist und das Piep nicht reinsetzen konnte und es trotzdem in Sendung ging. Die Sache mit der schwulen Drecksau. Ja. Aber ich möchte Marc noch eines machen, weil ich habe ja gehört, es wäre in Ischgl, das ist in Tirol, ne? da bist du zu Hause, Ischgl. Ich bin in Innsbruck zu Hause, aber ja, Ischgl gehört da zu deinem Land. Lokalpatriotismus. Ja. Bravo! Ey, ist geil. Und zwar hätte da ein Tourist aus einem arabischen Emirat oder sogar den arabischen Emiraten, ne, hätte dort so ein Schaf gekauft. Und dieses Schaf wollte er schächten. Und dann hat er dieses Schaf vor dem Hotel auf dieser grünen Insel hat er festgebunden. Hat das Schaf vor dem Hotel festgebunden. Und dann ging er los und wollte einen Bauern finden, der dieses Schaf schächtet. Um nur das kurz zu erklären, Schafe bekommen nicht wie hier einen Bolzen ins Hirn geschossen, sondern werden verkehrt rum aufgehängt, damit ihnen hier die Halsschlagader durchgeschnitten. Was verboten ist. Aber er wollte einen Bauern finden, der das macht. Das hat wiederum eine Tierschützerin festgestellt, hat das Schaf von der Grüninsel befreit, in ihr Auto gesteckt und auf eine freiheitliche Tiroler Weide gestellt. aber jetzt frage ich mich, darf in Tirol auch eine Frau, ne? Darf die einfach so einem Araber das Schaf klauen? Araber, Schaf wie klauen. Wie ist deine Meinung dazu? Darf man Schafe nur ficken oder darf man die auch klauen oder schächten oder essen? Araber, Schaf ficken. Nein, ist jetzt so schlimm, Schaf zu ficken, mal im Ernst? Nein, ficken ist erlaubt, aber schächten wäre verboten. Scheiße, oder? Ficken darf ich. Aber wenn Araber österreichische Schafe ficken, wie findet ihr das? Boah. Also, Entschuldigung bitte, das riecht Araber nach dem nächsten Teil von Habemus, Presidente. Ja, Robert sagt. Ja, wir hatten schon immer wieder so Geschichten wie du hast Kornkreise. Ja. 1, 2. Na, diesmal, es ging um den Bundespräsidenten. Wir sind ab. Machen wir noch weiter. Aber weiter, oder? Insgesamt. Ihr habt eh nur noch eine Minute. Ich würde sagen, lieber, ich kann nicht mehr anstoßen. Doch, kann ich schon. Anstoßen können. Aber du darfst das nicht trinken. Nee, das darfst du nicht trinken. Hey, also ich würde sagen. Ich verrate euch ein Geheimnis. Trink es, ich hab's nicht gesagt. Ja, aber ich trink es nicht. Ich habe auch irgendwo nichts an und es ist mir unheimlich gekommen. Also jedenfalls,
Ich würde sagen, Habemus Präsidente Teil 2 ist ein Projekt, welches wir in etwa 4 Wochen fortsetzen sollen. Nein, Marc will das nicht. Marc, doch. Ich habe doch dafür. Körpersprachlich. Nein, nur weil ich ein bisschen irgendwie mich da hier so, weißt du. Schau mal, er will. Junge. Das ist ja hier. Unglaublich, was hier abgeht. Wahnsinn. Wiedersehen. Auf das Balkan. Jo. Den Präsidenten. Wir hätten gerne. Wir sagen es nochmal ganz deutlich. Liebe FPÖ, vielleicht könnte das der Halleiner Bürgermeister ausrichten. Der Halleiner! Wir hätten gerne Norbert Hofer hin, der Wanne gehabt. Und wenn Strache kommt. Ah, und Frau Le Pen! Dann bekommt sie die blaue Gitarre von uns. Nicht die Le Pen. Sie, die Strache, die geile Sau. Und darf hier selber nochmal mit einem Tiroler persönlich drüber reden. Was denn die Tiroler? So, ich hab extra. Ich hatte doch diesen Schaumfestiger. Ich hatte extra Schaumfestiger im Haar, weil ich ja heute im Fernsehen bin. Und du, der lacht doch. Deiner Fuß war endlich. So ein Scheiß. Endlich. Also, wenn ich jetzt zum Abschluss was sagen darf, ihr seht alle aus wie nasse Schafe. Wir hoffen, dass jetzt nicht der Hofer kommt und uns alle ficken will, die Sau. Genau, das gefällt mir. Schön unter der Gürtellinie. Ich würde sagen, wir verabschieden uns. Ja, tschüss. Susi, danke, Markus. Also du warst einer der geilsten Gäste. Ihr wart heute meine Gäste. Genau. Ich fand mich total gefreut, über dich. Einmal Gast bei dir zu sein. Ja. Und ist ja dieses Mal zu Gast in der Regie. Nein, bei der Regie. In der Regie. Die nächste Wanne geht. Beim nächsten Mal gibt es die Wanne wieder aus dem FS1-Studio. Weg von der öffentlichen Toilette mit ordentlichen Themen. Weg von dem abgehobenen intellektuellen Zeug. Wir verabschieden uns. Alle winken. Robert winkt mal. Marc auch winken. Ciao, ihr Leinschweine. Und wir sagen tschüss. Bis zum nächsten Mal. In einem Monat gibt es wieder Dirt TV und dann geiler als je zuvor.